Das lange Osterwochenende begann für den FC Gütersloh mit dem ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen den Aufsteiger TuS Heven. Nicht ohne Grund wurden die letzten Heimspiele abgesagt und auch heute ließ der Schnee nur bis zum Einschalten des Flutlichts auf sich warten. Der Platz glich einem Acker und das merkte man im Spiel auch an. Die lange Spielpause war den Gütersloh anzumerken, die mit mangelnder Präzision und groben Schnitzern im Spielaufbau erstmal auf sich aufmerksam machten. Trotz klirrender Kälte waren rund 480 treue Fans in den Heidewald gekommen. Zum Glück zeigten die Gütersloh den Bochumern, dass man die fehlende Spielpraxis mit kämpferischem Einsatz wieder wettmachen kann. Der TuS aus Heven war eher darauf bedacht, defensiv die Kontrolle zu halten und schnell in den Angriff umzuschalten. So kamen sie auch zu der ersten richtigen Torchance des Spiels. Kurz darauf testete Akbayram, ob Marvin Wolfsdorf wach ist. War er. Der FC machte weiter und versuchte irgendwie, doch irgendwie hatte heute keinen Erfolg. Auch Stefan Parensen konnte kurz darauf aus seiner Chance keinen Profit schlagen. Eine Frage bleibt aber schon einmal offen. Wie kann man bei solchen Platzverhältnissen mit flachen Flanken agieren? Denn diese endeten meist beim Gegner. Naja, die Bochumer weiterhin darauf bedacht, hinten dicht zu machen, doch die Lücken waren da. Manuel Eckel wird von Jakub Akbayram gut in Szene gesetzt, doch die meiste Kondition hat wie immer der Ball. Nach einem Einwurf des TuS Heven kam Alexander Nuhr zu einer guten Gelegenheit, doch Roman Benzel war zur Stelle. Danach flachte das Spiel ein wenig ab und es wurde viel gestochert und gebohrt. Eckel hatte noch einmal die Chance, aber verpasste. Der darauf folgende Eckball wurde noch einmal interessant, aber auch hier war nichts wirklich Zwingendes zu sehen. Das war's dann auch mit der ersten Hälfte. Zwar übernahmen die Gütersloher in der zweiten Halbzeit das Kommando, doch beginnen wollen wir mit einem schönen Freistoß des TuS Heven. Volkan Kiral nimmt Maß und Roman Benzel leitete den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Einfach klasse gehalten. Ab da an war das Spiel in den Händen der Gütersloher, die eine Reihe von Chancen vorne liegen ließen. Was dem FC an diesem Tag fehlte, war die Konzentration oder auch die Kaltschnäuzigkeit. Die erste Chance hatte Manuel Eckel nach einem langen Ball von Semit Aktaş. Marvin Wolfsdorf parierte Röbers Schuss und in der 63. Minute ging es dann richtig turbulent zu. Jeder will mal an den Ball und dann kommt der Gegner an den Ball. Handspiel oder nicht? Wir sagen nein. Und das sah der Schiedsrichter in dieser Situation genau richtig. An dieser Stelle sei gesagt, vom Turn- und Sportverein aus Heven war nicht mehr viel zu sehen. Sie waren nur noch darauf bedacht zu verteidigen. Holger Wortmann explodierte fast vor lauter liegengelassener Chancen und Ideenlosigkeit. In Situationen wie dieser hier von Benjamin Kolozic, der sich gut durchsetzte, kann man auch ruhig mal schießen. Auch Pascal Röber hatte nochmal die Führung auf dem Fuß, doch auch er verpasste. Kolozics Hereingabe, die zuerst an Freund und Feind vorbeisegelte, setzte Aktaş dann auch noch ans Außennetz. Die 85. Minute hatte geschlagen und der FC Gütersloh machte weiterhin Druck. Den letzten Druck im Spiel wahrscheinlich. Aktaş setzte sich auf der rechten Seite durch, Manuel Eckel ist frei vorm Tor und wieder vorbei. Es ist bestimmt die dritte Großchance, die Eckel hier liegen lässt. Ein Stürmer mit seinen Qualitäten muss so ein Ding einfach mal reinmachen. Aber auch alle anderen Spieler an diesem Tag hätten mehr Kapital aus ihren Möglichkeiten schlagen können. Das war es dann auch. Der TuS Heven ist zufrieden, die Gütersloher enttäuscht und Holger Wortmann, auch der hat mehr erwartet. Ich fand, dass meine Mannschaft bis zum Schluss alles versucht hat. Ich kann ja auch sicherlich keinen Vorwurf machen, was den Einsatz angeht und was das Wollen angeht, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Aber es ist halt so, wenn wir vorne keine Tore machen, bei besten Torchancen, die wir hatten, da keinen Ball einnetzen, dann kann man halt auch kein Heimspiel gewinnen. Das ist einfach so. Im Angriff habt ihr ein bisschen, ich würde sagen, ängstlich gewirkt. Oben hatte man das Gefühl, schieß oder sonst was. Und dann ging es gleich immer nochmal gegen drei Mann oder irgendein Seitenschlenker wurde noch gemacht. Das stimmt. Also oftmals immer eine falsche Entscheidung getroffen. Dann, wenn man vielleicht schießen musste, dann nochmal ein Dribbling gesucht. Wenn man geschossen, manchmal hat man zu früh geschossen, wenn es besser gewesen
gewesen wäre, nochmal ein Dribbling anzusetzen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht ganz einfach gewesen, nochmal auf dem gefrorenen Boden. Auf der anderen Seite muss natürlich der Gegner auch mitspielen, keine Frage. Aber sicherlich haben wir gerade im Angriff natürlich große Schwierigkeiten offenbart, heute wieder, und Schwächen offenbart, auch das muss man klar sagen. Klarste Torschance sind auch in der ersten Halbzeit schon zwei, die wir nicht genutzt haben, und in der zweiten Halbzeit auch zwei, drei. Die muss man einfach machen gegen so eine Mannschaft, dann gewinnt man das Spiel, dann schießt man auch ein zweites, wenn das erste erst fällt, und haben wir nicht gemacht und insofern wieder mal nicht gewonnen. Was nehmt ihr jetzt mit aus dem Spiel? Dass wir sicherlich bis zur 90. Minute das Tempo absolut hochgehalten haben, dass wir wollen, dass wir gewillt sind, wirklich uns in alles reinschmeißen. Dass wir, auch wenn wir einmal Glück gehabt haben in der zweiten Halbzeit bei einer Konteraktion, sicherlich hinten einigermaßen gut und sicher gestanden haben. Aber wir nehmen natürlich auch mit, dass wir wieder vorne kein Tor geschossen haben. Dann wird der erste Sieg im Heidewald hoffentlich beim nächsten Heimspiel am 7.4. gegen den SG Wattenscheid 09 gefeiert.